Ich werde alle Klamotten meines Bruders klauen und verstecken, nachdem er das letzte Mal mein komplettes Zimmer mit wassergefüllten Bechern gestellt hat. Kommt jetzt die Rache! Trotz seines fiesen Pranks habe ich die erste Runde gewonnen, weil mein Prank-Video mehr Likes nach einer Woche hatte als seines. Deshalb helft mir und liked schon mal dieses Video, damit ich auch diese Runde gewinne. Jetzt noch die zweite Hälfte. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, aber Noel, wo willst du mit den ganzen Klamotten hin? Am coolsten wäre es doch, wenn ich überall im Zimmer die Klamotten verstecke, ohne dass er es checkt. Diese ekelhaften BVB-Trikots hat man zum Beispiel hier versteckt. Die Adiletten hinter dem PC. Der Schrank ist leer, die Klamotten versteckt. Jetzt warten wir auf ihn, ich bin gespannt auf seine Reaktion. Dann guck doch mal in deinen Schrank! Ist leer oder was? Jetzt musst du mit den Klamotten auskommen, die du hast. Hast du dafür jetzt 4 Monate gebraucht? Deine Klamotten sind überall versteckt. Cool, kann ich jetzt in die Wäsche tun. Das ist alles voller Stau. Ich habe eigentlich gar keine Zeit, den Scheiß jetzt zu machen. Du nervst eine Affe, Alter. Das war schön gestapelt. Und jetzt aufs Plus, um meine Rache nicht zu verpassen.